Hallo und willkommen zur nächsten kleinen Platzrunde. Wir sind heute im Teutoburger Wald unterwegs, genauer gesagt in Oerlinghausen. Das geht zurück auf einen Zuschauerwunsch, der gesagt hat, flieg doch mal da lang, aufgrund der Runway 22. Wir gehen mal rein in die Anflugkarte, dann sieht man vielleicht ein bisschen besser, warum. So, wir starten jetzt gleich auf der Runway 22. Fliegen dann erstmal ab südwestlich, bis wir hier eine Landstraße erreichen. Von da aus geht es dann ab in den Querabflug. Haben hier so ein kleines Industriegebiet, was wir dann verlassen werden, hier in den Gegenanflug. Und ab hier wird es interessant. Hier haben wir den Teutoburger Wald mit einigen Hügeln und Bergen. Und wir sehen gleich wieder, dass ja, ungefähr hier auch wieder ein relativ großer Berg ist. Wie gesagt, der ist jetzt auf 961 Fuß, während wir auf 600 Fuß runter müssen. Also wir haben hier wieder einige Hindernisse im Weg. Da werden wir den Bäumen wieder sehr nahe kommen, wenn wir hier dann in den Endanflug übergehen. Endanflug ist auch sehr kurz. Sieht auf der Karte wieder länger aus, als es nachher wirklich ist. Gerade der Bereich ist doch ein sehr kurzer Endanflugsbereich hier vorne. Und nachher auf der Linksplatzrunde haben wir hier sehr viele Bäume. Also wird es auf jeden Fall interessant, von hier reinzufliegen in die Piste 04. Aber wir gehen jetzt erstmal zweimal links geführt und dann ein bis zweimal rechts geführt. So, ich bin gerade einmal geflogen. Einmal links, einmal rechts, wie ich es üblich mache. Ich blende einmal die Karte ein. Und dann muss ich aber gucken, was jetzt Platzunhöhe war 1600 Fuß. So, jetzt habe ich mir die Karte geschlossen. Na, wo bist du, Karte? Karte will nicht. So, jetzt ist alles, wie es sein soll. Noch eben schnell was zu trinken geholt. Eine Karte. Meine Stimme ist so ein bisschen weg, ich weiß auch nicht warum. Ich hoffe trotzdem, dass man mich einigermaßen verstehen kann. Entweder ist die Stimme gleich ganz weg oder... Dann habt ihr nur das Bild vor euch. So, wir gehen ganz entspannt hoch. Wir müssen jetzt hier nicht groß irgendwie... achten, wir müssen nachher, wenn es auf die Gegenplatzrunde oder auf die Linksplatzrunde geht, müssen wir ein bisschen mehr darauf achten, dass wir da in einem vernünftigen Winkel wegkommen. Weil dort, ja, wie gesagt, der Teutoburger Wald dann einem relativ nahe kommt. Hier in der, auf der Seite ist es kein Problem. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir die Landstraße. Das ist, glaube ich, die Bielefelder Straße, die führt Richtung Bielefeld. Und Bielefeld liegt irgendwo, ich glaube, hier hinten in dem Bereich, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe auf der Karte. So, jetzt hier so ein Autobahnkreuz gleich oder eine Autobahnauffahrt. Und das ist dieses Industriegebiet oder kleine Ortschaft, aber es sieht eher aus wie ein Industriegebiet. Mein Gott. So, und dann, wenn wir jetzt hier reingucken, hier haben wir die Hügel, wovon wir angesprochen haben. Hier ist ungefähr die Runway gleich und hier müssen wir ungefähr in den Queranflug reingehen. Also sieht man jetzt gleich ein bisschen, was gemeint ist damit. So, hier fehlt einem so ein bisschen der Marker, wo man hier gut raus kann. Aber ich glaube, hier sind wir jetzt ungefähr ganz gut, dass wir jetzt reingehen in den Gegenkurs. So, wir umfliegen jetzt quasi Südstadt. Das hier müsste Südstadt sein und das hier müsste Oerlinghausen sein. Und wir fliegen gleich hier quasi durch, um dann hier auf die Runway zu kommen.
Ich habe wie üblich ein Freeware-Szenario mir runtergeladen. Man muss gleich gucken. Hier auf der linken Seite, da ist eine sehr große Fläche, die das wird wohl die Segelflug-Landebahn sein. Im Simulator sind auch zwei Landebahnen hinterlegt beim Born. Und das links wird die die Segelflug-Landebahn sein. So, jetzt mal gucken, ja, ging jetzt gleich ungefähr hier so rein. Ah, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt vergessen, wie das Örtchen hieß. Wir haben schon eine Platzrunde gedreht auf einer Landebahn, die sehr, sehr ähnlich aufgebaut war. Wo man auch quasi mit dem Winkel hier des Hanges hier reingeflogen ist. Ich habe jetzt gerade leider vergessen, wie der Flughafen hieß. Aber ich glaube, das war in Baden-Württemberg, nicht hier in... ich bin mir nicht sicher, ob Bördinghausen jetzt noch NRW oder Niedersachsen ist. Das ist ja so auf der Grenze. So, genau das hier hintere, das ist die Segelflugstrecke. Und hier vorne ist die asphaltierte Landebahn. Kann man so ein bisschen... Kann man sich schon mal vertun, ist mir jetzt gerade passiert, als ich auf der Linksplatzrunde war. Einfach da man, da ich doch ein bisschen weiter rausfliege bei der Linksplatzrunde, deswegen habe ich mich da an der falschen Landebahn orientiert. So, wir gehen jetzt rein in den Endanflugskurs. Bin noch ein bisschen hoch. Aber viel tiefer kann ich da auch nicht gehen, wegen den Hügeln. So, und dann segeln wir jetzt rein in den... Segeln wir jetzt rein hier in den Endanflug. Leicht Zwischengas geben. Wie gesagt, ich probiere jetzt so ein bisschen, dass ich die Geschwindigkeit ein bisschen höher halte, als ich es vorher gemacht habe. Jawohl, okay. 100 Fuß pro Minute hat sich jetzt ein bisschen härter angefühlt, aber 100 Fuß pro Minute und 1,05 G ist eine gute Landung. So, dann gehen wir nochmal rein. In die Rechtsplatzrunde und dann drehen wir noch eine Linksplatzrunde auf jeden Fall, vielleicht zwei, aber ich glaube, viel mehr würde ich meiner Stimme jetzt auch nicht zumuten. So, hier haben wir wieder die Landstraße, das heißt, wir gehen jetzt rein in den Querabflug. Platzrundenhöhe haben wir auch erreicht, also einmal den Gas rausnehmen. Hast du mir gesagt, hier diese Autobahnüberführung, Autobahnauffahrt neben uns. Gucken, dass wir jetzt nicht noch weiter steigen. Wir erklären wir nicht drüber über die Platzrundenhöhe. Halten uns wieder hier an diesem in diesem Gebäude hier ungefähr als Ausflugspunkt raus. Gehen jetzt rein in den Gegenkurs, halten wieder Richtung Teutoburger Wald.
Wir haben hier auf der Anflugkarte haben wir hier so ein paar ja graue Stellen, die sehen eigentlich aus wie bebautes Gebiet, aber ich glaube, das sind einfach hier diese offenen Stellen im Teutoburger Wald. Bei Little Nightmare hatten die auch irgendwie einen Namen. Ich weiß nicht so genau, was, warum hier, wie gesagt, diese, warum das hier in der Anflugkarte so grau dargestellt ist. Ne? Grau ist ja eigentlich immer bewohntes Gebiet. Sieht ja wirklich so aus, als würden wir jetzt hier über ein Dorf fliegen. Also von der Farbe der Anflugkarte her ist ja nicht zu unterscheiden zu jetzt Südstadt oder halt hier Oerlinghausen. Deswegen weiß ich nicht so hundertprozentig. Also hier sind zwar so ein paar einzelne Dörfer, aber die recht, also einzelne Bauernhöfe, aber die rechtfertigen nicht, dass es so ein graues, so eine graue Fläche ist. Also es wundert mich so ein bisschen. So, dann gehen wir jetzt aber nochmal rein in den Queranflug. Ich habe schon mal die ersten Klappen gesetzt. Bin noch ein bisschen hoch, aber das sollte wohl passen. Gerade war ich ein bisschen weiter rüber hier. Hatte ich ein bisschen mehr Winkel zur Landebahn gehabt gerade. Aber wir haben hier dieses offene Feld und das, ja, okay, ich hätte glaube ich noch ein bisschen weiter hier rüber fliegen können, sollen, müssen. Aber ich glaube, das passt schon so. So, jetzt aber gucken, dass ich nicht noch tiefer sinke. Ich glaube, jetzt bin ich auf einem ganz guten Kurs hier. Setz mal die zweiten Klappen, weil wir doch sehr kurze Landebahn haben. Sehr kurz ist die Landebahn nicht, aber sie ist schon ist nicht ganz so Deluxe, sagen wir so. So, dann schauen wir mal, dass wir sie jetzt runterkriegen, die Maschine. Da war ich wieder ein bisschen zu aggressiv an der Nase. Jawohl, das war eine gute Landung. So, wir kommen einmal zum Pullstop und dann drehen wir gleich. Wir gucken erstmal einmal in Little Nightmare rein, wie die Landungen denn waren oder die Platzrunden waren. Damals. So, hier hinten haben wir immer die Bielefelder Straße ganz gut getroffen, sind dann hier bei Dalbke ganz gut rausgeflogen. Ich glaube, das hier schwer zu sagen, wo jetzt hier besser ist, tut sich ungefähr nicht so viel. Und wie gesagt, bei der zweiten Platzrunde bin ich dann ein bisschen zu nah, glaube ich, hier rangeflogen. Also hier war ich von der ersten Platzrunde ein bisschen besser, dass ich hier ein bisschen mehr Platz hatte. So, dieses Gebiet ist Wochenendausflugsgebiet Markengrund. Okay, also das ist auch in der Karte, in der Sichtflugkarte markiert als graues Gebiet. Ist allerdings, wenn man jetzt im Simulator guckt, ist das einfach nur ein Waldgebiet. Ne? Also ich weiß nicht so genau, warum das hier so extra markiert ist oder was da jetzt besonders ist. Also aus dem Flugzeug ist das kein großer Unterschied zu erkennen. So, dann taxieren wir einmal hier rum. Und ich denke mal einmal, je nachdem, wie gut ich die Platzrunde jetzt hinkriege, aber ich denke noch einmal, die Linksplatzrunde wird reichen, weil ja das Besondere ist halt eigentlich der Anflug auf die 22 mit dem Wald hier im
im Weg, sagen wir so. Hier mit dem Gebirge, wo wir jetzt drauf zusteuern. So, wir starten. Wir haben 55 Knoten erreicht, ziehen also langsam die Nase nach oben. Gucken, dass wir ungefähr die 74 Knoten haben. Die haben wir jetzt. So, dann geht's jetzt rein. Oh, da bin ich nämlich schon zu weit geflogen. Wollte ich nämlich schon sagen. Da bin ich schon ein bisschen zu weit über Eulinghausen geflogen. So weit wollte ich eigentlich gar nicht. Und habe mich hier überschossen, weil ich wieder weg wollte vom Ort. So. Da war ich kurz in Gedanken und dann ist man ein bisschen überschossen. So, haben wir die Platzrundenhöhe erreicht. Das heißt, ich trimme jetzt die Nase wieder ein bisschen runter. Ja, und hier ist es echt schwierig, hier den richtigen Ausflugspunkt zu finden. So, wie gesagt, hier diese... Das hier im Wald, ich glaube, das sollte jetzt unser... hier ungefähr sein. Deswegen gehe ich jetzt mal rein in den Quer-Gegenkurs. So, jawohl, dann bin ich hier bei diesem Ausflugsgebiet. Nicht ganz sicher, kann sein, dass ich ein bisschen zu nah dran bin. Ich schnell hier auf Little Nerf Map. Na, heute wollen sie mich aber alle trollen hier. Ja, ich bin noch ein bisschen, ich hatte noch ein bisschen weiter den Querabflug verlängern können. Das heißt, wir müssen mehr Platz hier zu diesem Örtchen lassen. Das ist auch nicht so richtig. Ist das die Lippe-Reihe? Muss ja dann, ist auch nicht so richtig hinterlegt im auf der Anflugkarte. Genau, hier haben wir diese Lagerhalle, woran ich mich vorhin immer orientiert habe. Hier jetzt die Landstraße. Hier haben wir die Landstraße. Das heißt, wir gehen jetzt rein in den Queranflug. So, Autobahnauffahrt, Autobahnkreuz haben wir jetzt hier wieder erreicht. So, und wie das so ist, da ich jetzt nicht zufrieden war mit der Platzrunde, dann werden wir noch eine dranhängen. Sind ja doch relativ schnelle Platzrunden, kurze Platzrunden. Von daher ist es jetzt nicht das Problem. So, genau, jetzt orientiert man sich immer hier hinten hin. Wir müssen aber hier vorne hin. Jetzt hätte ich mich nämlich auch schon wieder beinahe an dem Segelfluglandebahn orientiert und wäre drüber hergeflogen, ja, weil das hier sieht natürlich eher aus wie eine Landebahn als das kleine hier hinter. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall relativ eng hier über die Bäume drüber. 500.
So, und dann machen wir eine kleine Touch and Go, wie immer. Jawohl, der hat sich gut angefühlt. 84 Fuß pro Minute, 1,04 G. Landungen waren alle bisher gut. Aber die Linksplatzrunde hat mir jetzt nicht so richtig gefallen, deswegen gehen wir hier nochmal rein. So, ist aber auch ein bisschen schwer hier zu finden, wie weit man fliegen darf und ab wo Berlinghausen beginnt. Ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt. Ja, war wieder zu spät, glaube ich. Ja, war wieder zu spät, aber ist auch durch den, durch diesen Baumwipfel ist es auch echt schwer zu sehen, wann Berlinghausen beginnt. Ja, obwohl man muss schon wirklich an den Rand ranfliegen, ne? Also wenn ich das so sehe mit der Anflugkarte, also ja, war auf jeden Fall besser als beim letzten Mal, würde ich sagen. Beim letzten Mal bin ich dann doch deutlich zu weit rüber geflogen. So, jetzt verlängern wir auf jeden Fall den Gegenkurs ein bisschen. Querabflugskurs, um dann in den Gegenkurs reinzugehen. So, das hier lassen wir jetzt ein bisschen weiter liegen. So, das ist auf jeden Fall die Landstraße, die zur Lippe-Reihe führt, gewesen. So, und hier haben wir das nächste Örtchen, Sennestadt. Ich glaube, jetzt können wir ganz gut reinfliegen in den Querabflug, in den Gegenkurs. Mein Gott. So, jawohl, das sieht doch jetzt, glaube ich, ein bisschen besser aus von der Entfernung zum Flugplatz. Wir haben jetzt hier diese Öffnung im Wald. Halten wieder hier auf die Lagerhalle zu. Wir müssen dann gleich die Straße dann wieder sehen. Die kann man aus der Richtung kann man so ein bisschen besser erkennen, als wenn man von der anderen Seite kommt. Einfach weil sie jetzt hier links unter uns liegt. Hier haben wir sie. Das heißt, wir gehen jetzt rein in den Fernflugskurs. So, einmal ein bisschen Geschwindigkeit schon mal drosseln. Ich setze jetzt die ersten Klappen. Hinten sind im weißen Bereich für die Klappen setzen. Und dann schweben wir mal drauf zu auf den Flugplatz. Nicht hier hinten ablenken lassen, sondern ein bisschen weiter vorne zielen. Aber es ging ja eigentlich bisher ganz gut, dass ich mich nicht habe ablenken lassen. So, einmal rein in den Endanflugskurs und dann hoffen wir mal, dass die Landung jetzt passt. Und dann soll es auch gut sein für heute. Bin erst ganz gut auf Kurs. Ich setze mal die nächsten Klappen, dass wir ein bisschen langsamer reinkommen. Machen wir hier
hier über die Baumwipfel drüber weg. So, langsam und stetig. Ich habe einen ganz guten Sinkflug. Bin ganz gut hier über dem Baumwipfel. Wenn ich hier drüber weg bin, dann kann ich noch ein bisschen härter sinken. So, jetzt etwa. Dann muss ich sofort wieder auffangen, damit wir nicht zu schnell werden. Und dann einmal Butter bitte. Jawohl. 63 Fuß pro Minute, 1,03 G. Das war wunderbar. So, einmal zum Fullstop kommen, dann gucken wir nochmal Little Nav Map an, aber ich glaube, die zweite Platzrunde war eigentlich ganz gut. Ach Mensch, die wollen mich heute hier alle trollen. So. Jo, okay, genau, das war die erste, wo ich überschossen habe. Ja, aber ging. Waren beide okay. Also, wenn ich mir die Platzrunde, die Karte angucke, dann habe ich eigentlich den Punkt echt gut getroffen hier. Bin halt nur, ja, hier bin ich zu weit, ne, und dann bin ich hier zu früh reingeflogen, aber hier die zweite war, ich glaube, die zweite war, glaube ich, schon so, wie man so fliegen sollte. Das sah jetzt ganz gut aus, außer dass ich hier nochmal einmal weggeschwenkt bin, aber primär, weil ich hier den Punkt gesucht habe. Okay, das war's hier aus Oerlinghausen. Danke auf jeden Fall nochmal für den Input an den User. Ich hoffe, ich konnte es zufriedenstellend fliegen, die Platzrunde, ne, gerade hier aus der Richtung. War es auf jeden Fall interessant aufgrund der des Bergkammes hier vorne, wo man sich dran halten musste. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.